Hallo, liebe Leute, ich hoffe, ihr habt einen super Tag und hier ist es heiß, 30 Grad, hier in der Wohnung 24, 25 Grad, der Ventilator muss bald in Betrieb genommen werden, aber das ist heute nicht das Thema. Heute möchte ich kurz 7 Antworten geben für einen guten Kollegen aus Austria, der mich hier ein paar Fragen möchte sehen, was meine Antworten sind, dann schauen wir mal. Meine favorisierte TV-Serie 70er, 80er Jahre, also 70er Jahre, da bin ich geboren. Und was sind unsere Top-Serien? Eine der Top-Serien bin ich direkt am Schauen und das ist, meine Leute, das ist Auf Achse mit Manfred Krug. Immer noch eine Top-Serie, ist nicht in der... Ist sie in den 70er? Jawohl, 78 bis 96 ist diese Serie. Aber es geht nicht nur um diese Serie. Was habe ich gerne geschaut? Unter anderem natürlich die US-Serien Columbo, What is Your Hobby, Chips, die beiden auf den Motorrädern. Dann 80er-Serie, Fios, ich denke 283, dann waren ja aus England die Profis, auch tolle Serie. Cold für alle Fälle, Cold Seavers, Howie Mansen und die gute heiße Jodie Banks. Viele Serien, die meisten natürlich aus den USA, dann war noch Magnum, was hatten wir noch, Rockford, Starsky & Hutch. Das waren eigentlich die, die mir jetzt direkt in den Sinn kommen. Ich denke, die reichen. Welche TV-Serie schaust du heute immer noch? Ach, das A-Team haben wir noch vergessen. Auch eine Top-Serie. Was mir immer noch sehr gut gefällt, ist, wie gesagt, Auf Achse, Magnum P.I. und eine meiner wirklichen Top-Serien ist Die Profis. Louis Collins, Martin Shaw, Gordon Jackson. Drei Top-Jungs. Nächste Frage. Hast du jemals in einem Wasserbett geschlafen? Nein, auf einer Wassermatratze, aber in einem Wasserbett. Das Vergnügen hatte ich noch nie. Viertens, Star Wars oder Star Trek? Und das ist ganz klar, das ist Star Trek. Fünftens, das A-Team, das Originale oder der neue Film? Das ist ganz klar. Nur das Originale ist das Richtige, sei es Starsky & Hutch. Der neue TV-Film, der war Mist. Beim A-Team dasselbe und auch jetzt die neue MacIver-Serie, ganz sicher auch etwas, das... Es wird sicher Leute geben, die es schauen, aber mich interessiert das nicht. Erste gekaufte LP. Das wird irgendwo in den, denke 79, 80, das wird irgendeine LP von Elvis gewesen sein. Ich hatte da ein paar Elvis-Album. Es gab da eine Serie von RCA, das war ein Doppelalbum. Elvis war immer in derselben Position auf der LP, aber jedes Mal war es eine andere Farbe. Ich hatte, glaube ich, das rote Album. Ich denke, es war was von Elvis. Erste gekaufte CD. Die CDs kamen ja um 82 in den Handel und da war ich sicher einer der Ersten, der ein Album gekauft hat. Welches war das? Das war, ich denke, Breaking the Change von Dokken. Das kam 81, 82 raus. Ich denke, es war Dokken, es könnte auch noch irgendein Pop-Album gewesen sein, aber ich lege mich auf Dokken fest. So, jetzt haben wir diese Fragen schon durch. Das war alles. Ich hoffe, ihr genießt den Tag jetzt weiter und irgendwann sehen wir uns wieder. Bye, bye.